Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte. Guten Tag, spreche ich mit Herr Rostwasser? Ja, Herr Rostwasser am Apparat. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr bekommt heute wieder zwei Betrüger aufs Ohr, die, naja, beide aus dem Untergrund anrufen. Aus dem Untergrund, wo es wahnsinnig laut ist. Die Geräuschkulisse, die lässt wieder darauf schließen, dass ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig betrogen werden. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Lisa Weber am Apparat, wie geht's Ihnen heute? Alles gut? Toll. Okay. Das freut mich. Ich rufe Ihnen an, wegen Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Ist das richtig? Nee. Nee? Okay, nee. Kein Problem. Ich bin Ihre Account-Managerin und ich helfe Ihnen, mit Ihrem Konto zu aktivieren, wo Sie können Online-Investitionen machen. Ja, also hier lässt sich ja mal wieder richtig ordentlich an der Intelligenz der netten Betrügerin zweifeln, denn sie macht einfach weiter im Programm, obwohl sie mich ja gefragt hat, ob ich Interesse habe, und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Ja, und sie macht einfach weiter in ihrem Programm, ohne darauf zu reagieren. Ich find's schon irgendwie absolut Wahnsinn, denn hier könnte der ein oder andere dranbleiben und ja einfach nur einzahlen, damit er die nette Betrügerin hier einfach los wird. Ja? Verstanden? Ja, habe ich verstanden. Mhm. Okay. Und für alle Unsicherheiten, Sie können mit mir sprechen, okay? Aha, Sicherheiten okay, habe ich gehört, das ist ja lustig. Ja, was für Sicherheiten haben Sie? Ist lustig. Okay, und jetzt haben Sie Zeit, so wir können das jetzt machen. Zusammen. So, Sie haben Zeit. Ja? Okay, und sind Sie zu Hause? Nach Hause? Okay, haben Sie ein anderes Handy oder Computer mit Internet? Okay, herunterladen Sie bitte Anydesk, so Sie können, bitte? Nee, das ist doch nur so ein Programm, was ausschließlich Betrüger verwenden. Bitte? Das ist doch ein Programm, was ausschließlich Betrüger verwenden. Betrüger? Ja. Oh mein Gott, also hier haben wir ja wirklich wieder eine ganz helle Tante am Telefon. Also ich weiß nicht, was die da eigentlich genau machen und weiß ich nicht. Also die sind ja so verpeilt und verstrahlt und hören überhaupt gar nicht zu und können unsere Sprache ja eigentlich überhaupt nicht, sondern nur ablesen. AnyDesk ist ein Remote-Desktop-Programm, also eine Fernwartungssoftware, um den Display oder den Bildschirm von eurem PC aus der Ferne zu sehen und ja zu steuern, als würdet ihr davor sitzen, auch wenn ihr das nicht tut. Nun aber möchte die Betrügerin hier auf meinen Computer. AnyDesk wird natürlich nicht nur ausschließlich von Betrügern benutzt. Man kann es zum Beispiel auch zu Hause, wenn man den PC halt jetzt, keine Ahnung, vom Wohnzimmer aus bedienen möchte oder von unterwegs aus, bei der Familie irgendwo was helfen, wenn da irgendwo was klemmt am Computer. Aber man lässt definitiv keine fremden Leute an seinen eigenen Computer zu Hause. Und schon gar nicht irgendwelche vom Finanzmarkt. Denn was haben die eigentlich zu Hause auf eurem privaten Computer zu suchen? Richtig, überhaupt nichts. Denn hat man einmal die neunstellige Nummer durchgegeben und das Programm nicht vernünftig vorher eingestellt, tja, habt ihr das Problem, dass die Betrüger im schlimmsten Fall auch später auf euren Rechner zugreifen können, wenn sie denn einmal auf eurem Computer waren. Und ich glaube, das möchte keiner, denn auf eurem Computer liegen ja somit die persönlichsten Sachen, die man eigentlich haben kann. Ja, euer halbes Leben. Und von daher Finger weg von AnyDesk, TeamViewer und VNC und sämtlicher anderer Remote-Desktop-Software, um aus der Ferne auf euren Bildschirm zuzugreifen, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Nein, das ist eine professionelle Firma. Ja, aber es ist für Betrüger, das Programm. Ah, das Programm. Das okay, wir Betrüger. Können mit ein anderes Programm bearbeiten. Wir können mit ein anderes Programm bearbeiten und
mit einem anderes Programm, wo sie sicherer finden. Okay? Ja, dann nehmen wir Remote Desktop. Bitte? Dann nutzen wir Remote Desktop. Ja, das andere Programm heißt TeamViewer. Nee, das andere Programm, was ich Ihnen anbiete, ist Remote Desktop. Sind was? Habe ich doch jetzt mehrmals wiederholt. Dann höre doch mal zu und mach mal das hier Jaule am Hintergrund aus. Ist ja furchtbar. Okay, hören Sie mich bitte. Ja, könnt ihr mal das hier Jaule da im Hintergrund ausmachen? Wir können es, wenn Sie Zeit haben und können auf WhatsApp schreiben. Nee, ich habe kein WhatsApp. Kein WhatsApp? Nee, ich habe Telegram. Haben Sie E-Mail? Ist diese E-Mail, funktioniert es, zu schlagen, .gmail.com, @gmail.com? Ist das? Was macht man damit? Ja, ich kann dort einige Infos schicken und dann Sie können es in Ruhe gelesen. In Ruhe gelesen? Ja, Sie können es in Ruhe lesen. Und dann können Sie wieder sprechen über Ihr Konto. So, ich soll mit Betrügern über mein Konto sprechen. Bitte? Ich soll mit Betrügern über mein Konto sprechen. Nein, das ist nicht Betrüger. Sie sprechen mit einer professionellen Firma. Und ich werde Ihnen mit meinem Expert verbinden. Nicht jetzt, aber wenn Sie es gelesen haben. So, ist Ihre E-Mail, funktioniert Ihre E-Mail? Nee. Nee? Nee. Okay, haben Sie Zeit jetzt? Ja. Okay. Wie möchten Sie es machen? Mit welchem Programm? TeamViewer ist nicht ein Betrügerprogramm und es ist kostenlos. Ja, Remote Desktop. Bitte? Remote Desktop. So, haben Sie einen Laptop? Nee. Haben Sie ein anderes Handy? Nee. Okay, und ist Ihr Phone ein Samsung oder iPhone? Ihr Handy? Ein Apple-Phone. Apple-Phone. Okay, geh bitte bei der App Store und herunterladen TeamViewer. Nee. Es ist kostenlos. Warum nicht? Der Remote Desktop. Bitte? Remote Desktop. Hallo. Betrüger-Lady. Ja, okay, einen Moment mal, bitte. Hallo, Betrüger-Lady. Hallo. Ja, entschuldigen Sie, haben Sie eine Card, eine Visa-Card oder Mastercard? So, wir können es mit... Nee, Sie haben nicht? Nee. Bitte? Danke. Okay, aber wie können wir es machen dann? Was denn? Ja, und möchten Sie es mit mir machen oder nicht? Nee, mit Ihnen möchte ich nichts machen. Das ist ja eklig. Sowas Perverses habe ich mir jetzt hier am Telefon aber nicht vorgestellt. Ich will das nicht mit Ihnen machen. Bitte? Nein, ich will es nicht mit Ihnen treiben. Okay, aber warum nicht? Ich bin Ihr Account-Manager und ich helfe Ihnen mit dieser. Ja, aber ich will ja keine Sexangebote am Telefon. Okay, aber wir können das... kennen Sie alle Dinge heutzutage sind online? Warum machen Sie es nicht? Mach ich doch online. Ja, und wir versicherheiten Ihnen über alles. Sie sicherheiten Ihnen über alles, aha. Über alles. Wenn Sie nicht diese Investition möchten, Sie können Ihr Geld zurück. Sind Sie auch Bratwurst? Bitte? Haben Sie auch Bratwurst? Was ist das? Was denn? Bitte? Was denn? Was ist das? Na, was meinen Sie denn?
Ja, ich meine, wir können Ihnen 1100% Festsicherheit. Haben Sie Bratwurst? Ja. Okay. Und wenn Sie es nicht machen möchten, Sie können Ihr Geld in 2 Wochen zurückhalten. Zurückhalten, ja? Ja, aber in 2 Wochen. Zwei Wochen. Ist er dann schon weg, oder? Wie möchten Sie es machen? Mit einer Karte? Mit einer Visa? Mein Gepäck. Bitte? Danke. Wie danke? Ja, Sie haben doch bitte gesagt und ich habe danke gesagt. Okay, aber ich habe gefragt, wie möchten Sie es machen? Wie meinen Sie das? Ist das schon wieder eine von Ihren sexuellen Fragen? Ja, Sie haben so, keine Konto. Das ist aktiviert. Ja, also wenn die Callcenter aus dem absoluten Untergrund anrufen, ich weiß mal nicht. Also die Geräuschkulisse in diesem Callcenter ist ja wirklich ohrenbetäubend. Ich frage mich ja wirklich zum Teil, wie die da den ganzen Tag überhaupt überleben könnten. Also ich könnte so definitiv nicht arbeiten bei dem Krach. Tja, aber so ist es halt auch. Sie versteht nichts, sie hört nicht zu, ja, und sie kann die Sprache nicht so richtig. Tja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach dieser ohrenbetäubende Lärm aus dem Hintergrund das ganze Callcenter zusammenschreit. Da braucht man sich ja nicht wundern, wenn dann die nette Finanzberaterin am Telefon kein Wort versteht. Tja, aber trotzdem ist die Firma nichts anderes als eine kriminelle Bande, die euch um 250 Euro Minimum berauben möchte. Mehr steckt da nicht hinter so einem Telefonat. Ich habe euch ja noch ein Telefonat mitgebracht. Ja, bitte? Guten Tag, spreche ich mit Herr Rostwasser? Ja, Herr Rostwasser am Apparat. Guten Tag, mein Name ist Paul Stein. Vielleicht haben Sie eine Bewerbung auf die Kryptowährungsplattform hintergelassen. Was habe ich gemacht? Sie haben eine Bewerbung auf die Kryptowährungsplattform hintergelassen. Eine Bewerbung? Ihnen, ja, und ich möchte eine Erklärung machen über Für die... Für was habe ich mich denn beworben? Bitte? Für was habe ich mich denn beworben? Mit was? Ja, für was habe ich mich denn beworben? Okay. Moment. Das war eine Frage, die man nicht mit okay beantworten kann. Ja, und auch in diesem Gespräch geht's ja schon wieder von Anfang an direkt. Ja, nicht ums Wesentliche, sondern eigentlich nur darum, dass man wieder Geld einzahlt. Zuhören tut man dann nicht. Fragen beantworten kann man auch irgendwie nicht. Lautstärke, tja, die ist wie in jedem Betrüger-Callcenter einfach wieder wahnsinnig hoch. Ich weiß es nicht, was das werden soll, aber definitiv nichts Seriöses. Der hier ist definitiv auch wieder nur auf unsere Kohle aus und nichts anderes. Auch wenn er es vielleicht selber gar nicht so genau weiß. Denn der ein oder andere Betrüger weiß vielleicht nicht mal wirklich, dass er betrügt. Es gibt aber auch die Betrüger, die ganz genau wissen, was sie da eigentlich am Telefon fabrizieren und sogar noch stolz drauf sind. Bei dem hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Okay, mit was? Ja. Die Frage war jetzt, wofür ich mich beworben habe. Ah, was für eine Plattform meinen Sie? Nee. Bitcoin System Germany. Ich habe gefragt, wofür ich mich beworben habe. Sie? Sie haben Ihre Anmeldung gemacht haben. Gemacht habe. Mhm. Und für was? Um ihn auf die Kryptowährungsplattform zu registrieren, nicht wahr? Aha. Und kann ich vielleicht eine Erklärung zu ihr machen? Über Kryptowährung. Ich weiß nicht, dass das eine Erklärung wird, aber versuchen wir es mal. Wenn Sie Zeit haben, meine ich. Na, los geht's los. Okay, dann. Jetzt los. Sie haben es jetzt los gesagt. Was? Sie haben jetzt los gesagt. Es ist kleine Probleme mit Netz, deshalb ich. Nee, nicht eigentlich so nicht. Ich verstehe Sie klar und deutlich. Okay, okay. Zum Beispiel Kryptowährung ist es. Am Anfang möchte ich etwas über Kryptowährung besprechen und zum Beispiel Kryptowährung ist es jede Art von Währung in digitaler oder virtueller Form und es gibt verschiedene Kryptowährungen, aber. Und heute am bekanntesten ist Bitcoin und der Handel mit Kryptowährungen ist in Bezug auf den Gewinn interessant.
Also bei der netten Schmalzbacke hier ist ja wohl wieder richtig nett rauszuhören, dass der sich hier wieder um Kopf und Kragen redet und eigentlich gar nicht so genau weiß, was er da tut. Tja, also was er da tut, wissen wir. Und zwar versuchter Betrug. Tja, und das ist schon, weiß ich nicht. Also wir reden hier über Finanzen. Das ist gewerbsmäßiger Betrug und dann auch noch bandenmäßiger Betrug, weil die da alle in einem Callcenter sitzen. Und irgendwo muss es denn da auch mal auffallen, was die da eigentlich genau verzapfen. Ja, aber es interessiert die Betrüger nicht, weil eigentlich geht es nur darum, möglichst schnell an euer Geld zu kommen. Tja, und wenn der Kunde irgendwas fragt und der Betrüger nicht weiß, was er antworten soll, weil er einfach der Sprache nicht so richtig mächtig ist, ja, da wird einfach ganz viel ringsrum erzählt, aber die Frage, die eigentliche Frage, wird überhaupt nicht beantwortet. Tja, ist ja fast wie in der Politik. Ganz viel ausgesprochen, aber eigentlich nichts gesagt. Als Ergebnis der spekulativen Maßnahmen gibt es regelmäßig Preissprünge, aber Sie können darüber nicht nachdenken, wenn Sie Ihre Investitionen an kompetente Plattformen anvertrauen. Ich bin nur Berater und ich entschuldige mich, wenn ich etwas schlecht oder nicht so richtig sage. Ich bin nur Berater. So, wenn Sie Ihr Fehler am Platz. Wenn Sie dafür interessieren, Sie, dann Sie können investieren in Zukunft. Investieren in Kryptowährung. Bitte? Gibt es auch Menschen, die das verstehen, was Sie sagen? Vielleicht. Ja, vielleicht. Haben Sie noch nicht gefunden? Ja. Ja, denke ich. Und interessieren Sie sich dafür? Wofür? Für Investitionen in Kryptowährung. Was habe ich davon? Ich meine Investitionen in Kryptowährung, meine ich. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Haben Sie Interesse, meine ich? Ja, was habe ich davon? Ich meine, dass Sie können zum Beispiel erste Betrag machen in 2000, Minimum ist 2050 Euro und mit dieser Betrag können Sie beginnen. Also mich würde ja wirklich mal interessieren, wer auf die Idee gekommen ist, Sie ins Telefon zu lassen. Ja, und das fragt man sich ja so gut wie bei fast jedem Betrüger, weil die stammeln sich einfach irgendwas zurecht, ohne Sinn und Verstand. Hauptsache, die haben irgendwas am Telefon gesagt, was sich irgendwie nach Aktienmarkt anhört. Ja, aber wenn man dann mal fragt, ob es Kunden gibt, die das verstehen, verneint er das Ganze sogar selbst. Also unseriöser und komischer geht's ja eigentlich schon fast überhaupt nicht mehr. Ich frage mich wirklich, wer auf die Idee kommt, diese Leute ans Telefon zu setzen. Also jetzt mal aus geschäftlicher Sicht. Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, so jemanden ans Telefon zu setzen, wenn der überhaupt gar nicht weiß, was er eigentlich so von sich geben will. Also worum es geht, weiß er ja selber auch nicht so richtig. Hauptsache, er hat ein bisschen was erzählt. Aber Sinn macht das Ganze nicht. Ja. Interessant. Bitte? Danke. Okay. Und was soll das jetzt werden? Weiß ich sprechen wir uns jetzt an, oder? Ich warte auf Sie, irgendwelche Antworten bekommen. Ja, was denn für Antworten? Sie haben ja keine gestellte Frage gestellt, auf die man antworten könnte. Ich habe es gefragt, möchten Sie mit Kryptowährung investieren? Ja, und was habe ich davon? In Zukunft, diese Kryptowährung steigt und Sie bekommen Einkommen, meine ich. Woher wissen Sie denn das, dass sie steigt? Es ist Kryptowährung. Zum ja. Beispiel, ich auch habe Geld in Kryptowährung investiert und jetzt alle Leute, die in Kryptowährung auskennen, sind sicher, dass Kryptowährung in Zukunft wird steigt. Jetzt Kryptowährung wird steigt. Deshalb meine ich, dass es ist wirklich eine gute Idee, in Kryptowährung zu investieren. Bitte? Danke. Danke. Ja, ich habe es nie gehört. Können Sie wiederholen? Ja, woher möchten Sie das denn wissen, dass Kryptowährung steigt und vor allem welche? Ah, warum bin ich? Deshalb, es ist Kryptowährung. Es ist nicht mit irgendwelchen Banken abgehängt, meine ich. In Zukunft alle Leute, die auf der Welt leben, sie möchten unabgehängte Geld haben, unabgehängte von Banken, von anderen Ländern, um dieses Geld sicher sein. Das soll einer verstehen? Okay, kann ich eine Frage stellen? Wie alt sind Sie? Wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Nein, ich habe es gefragt, kann ich eine Frage stellen? Wie alt sind Sie? Das waren ja jetzt schon zwei Fragen.
Sie haben recht. Okay, meine erste Frage, kann ich eine Frage stellen? Nee. Nee? Okay, dann zweite Frage. Das geht nicht, ja. Machen Sie den Quatsch da schon lange? Lange was? Ja, und du? Ah, ich höre nicht. Und was denken Sie da? Ich denke, dass Sie da völlig fehl am Platz sind. Plätzen? Ich höre nicht. Okay, was denken Sie daran über Kryptowährungen? Denken Sie, dass es unsicher ist oder was? Naja, ich denke bei Ihnen auf jeden Fall. Bei mir in jedem Fall? Ja. Es ist interessant, meinen Sie, oder was? Also gibt es auch Menschen, die das verstehen, was Sie da so von sich geben? Oder nicht so? Vielleicht nicht so. Ja. Hab ich mir gedacht. Ja, es ist, vielleicht habe ich irgendwelche Probleme mit Erklärungen. Ich entschuldige mich. Naja, ich denke eher, Sie haben Probleme, überhaupt zu denken oder so. Also habe ich das Gefühl. Ja, Sie haben es recht. Ja. Dann auf Wiederhören. Na, ich hoffe nicht. Hm? Na, ich hoffe nicht. Finde ich? Aha. Oh ja. Wäre ganz gut, wenn noch mehr so Leute wie Sie eingestellt werden, dann sollte das ja eigentlich nicht mehr so schlimm sein mit dem ganzen Betrug. Ich verstehe Ihnen nicht so gut. Ja, das merke ich. Ja. Ist mir ein Rätsel, was Sie da zu suchen haben. Versuchen was? Ja, ist mir ein Rätsel, was Sie da zu suchen haben. Okay, ich verstehe es. Das bezweifle ich. Und dann hat sich der Betrüger dazu entschlossen, das Gespräch endlich mal zu beenden. Tja, also mit dem haben wir ja mal mehr oder weniger Klartext vernünftig geredet. Muss ja auch mal sein, aber irgendwie hat das, glaube ich, am Ende trotzdem nicht so richtig begriffen, was wir von ihm wollten. Tja, also ich meine, es ist ja vom Prinzip her, ist es ja super, wenn die solche Leute ins Callcenter setzen. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann weniger Betrugsopfer gibt. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, dass es trotzdem ganz, ganz viele Opfer gibt, die auf sowas reinfallen und hier ihr Geld einzahlen. Und in der Regel ja auch nicht unbedingt wenig. Das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Einfach nur absolut Wahnsinn. Tja, also ich kann dafür keine Worte finden. Die bestehlen Menschen um ihr Geld. Mit abstrusen Geschichten, wie man das Geld angeblich vermehren möchte. Ja, natürlich sollte man hier auf jeden Fall hellhörig werden, wenn man am Telefon gesagt bekommt, dass man hier reich wird. Denn das ist eben nicht der Fall. Ihr werdet hier definitiv nicht reich. Vor allem nicht, wenn ihr so jemanden am Telefon habt, der, tja, sich so toll ausdrücken kann und Hauptsache irgendwie viel erzählt und dann auch noch selber zugibt, dass er mit dem Denken da echt ein bisschen Probleme hat. Tja, so einer soll euch Finanzprodukte am Handelsmarkt verkaufen. Tja, ich weiß mal nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wie immer, hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.